Boah. Ha, ja. Die letzten Stürme haben es meinen Gewächshäusern ganz schön gegeben. Hallo und herzlich willkommen auf www.derselbermacherblog.de. Mein Name ist Dennis und ihr seht das Drama schon. 3 Tage Sturm und die Gewächshäuser sehen aus wie, ja, weiß ich auch nicht, Schweizer Käse. Tja, im Grunde haben mir diese Gewächshäuser jetzt ein paar Jahre echt gute Dienste geleistet. Und man könnte die tatsächlich reparieren. Es gibt also diese Doppelstegplatten oder so. Die gibt es halt als Ersatzteil zu kaufen. Aber mir stellt sich jetzt halt gerade die Frage, ob ich die tatsächlich nochmal reparieren möchte. Also dann hätte ich das gleiche wieder wie vorher. Das wäre völlig in Ordnung. Aber ich hatte halt immer schon mal mit dem Gedanken gespielt, mir vielleicht mal ein etwas hochwertigeres Gewächshaus zuzulegen aus Glas, wo dann auch im Winter die Temperatur höher ist als die Außentemperatur. Weil hier war das halt so, die waren im Sommer total gut. Tomaten, Gurken sind vor Regen geschützt und bekommen ordentlich Wärme ab. Aber im Winter ist innen genauso kalt wie außen. Das heißt, irgendwelche Pflanzen unterstellen, ist auch da halt nicht möglich gewesen. Und und sagen wir mal ehrlich, optisch ist das jetzt auch nicht unbedingt so ein mega Highlight hier. Und ja, deswegen habe ich mal ein bisschen recherchiert, was es da so gibt. Und bin auf eine Firma gestoßen. Die habe ich dann mal angeschrieben und die haben sofort gesagt, ja, du darfst gerne vorbeikommen. Wir beraten dich da mal, welches Gewächshaus für dich in Frage kommt. Und vor allem, es gibt so viele verschiedene Glasarten und die Firma hat eine spezielle Glassorte und da wollten sie mir mal ein bisschen was drüber erzählen und haben mich dazu eingeladen, einfach mal vorbeizuschauen und das werde ich dann mal tun und dann lassen wir uns da mal zusammen beraten. Ich habe gleich einen Termin in Aachen bei der Firma Palmen GmbH. Und die wollen mir einfach mal ein bisschen was über Gewächshäuser und über die verschiedenen Glasarten erzählen. Und dann nehme ich euch jetzt einfach mit. Guten Tag, Frau Schmitter. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, Sie in unserem Hause begrüßen zu dürfen. Ja, vielen Dank, dass es so schnell geklappt hat. Ja, wir sitzen hier bei der Firma Palmen GmbH. Die Frau Schmitter war so nett, mich einzuladen und mir mal ein bisschen was über mein neues Gewächshaus zu erzählen. Ich glaube, wir sitzen auch schon in dem Modell, dass es richtig geht, oder? Ja, ganz genau. Sehr schön. Ja, vielleicht erzählen Sie mal so ein paar Sätze darüber. Ja, also das Haus, was Sie bekommen werden, wird 3 Meter 9 mal 3,80 Meter lang sein, in etwa so wie das hier. Mhm. Über eine Alukonstruktion kann man eigentlich nicht allzu viel sagen. Im Fachhandel ist die Stabilität selbstverständlich. Mhm. Pulverbeschichtet hatten wir, glaube ich, gesagt. Ja, natürlich. Das Haus wird pulverbeschichtet sein. Ja. Sie haben noch die Wahl zwischen Grün und Grau in dem Fall. Mhm. Wie gesagt, die Stabilität ist selbstverständlich. Mhm. Ein Gewächshaus dieser Güteklasse kann nur durch äußere Einwirkungen zerstört werden. Ich hoffe nicht mehr durch den kleinsten Wind, so wie jetzt. Ja. Das wäre das Problem, dass meine jetzigen Gewächshäuser mit diesen dünnen Doppelstegplatten und beim Sturm... Also solange der Baum in der Nachbarschaft dem Wind auch trotzen kann, unser Gewächshaus kann das. Wenn der Baum rausfällt, dann haben wir ein Problem. Aber auch da gibt es dann wieder eine Lösung, weil wir seit 40 Jahren
die gleichen Häuser führen und Ersatzteile haben. Kein Thema. Klasse. Ja, dann ist das Ganze natürlich auch deutlich langlebiger als jetzt diese dünnen Baumarkt. Ja, ich weiß nicht, welche Verglasung Sie damals hatten. Hatten Sie Stegplatten oder was? Ja, ganz dünne Doppelstegplatten, ja. Ganz dünne wirklich. Und wäre eine bessere Folie als... Ja, ganz ja. Genau. Vor allen Dingen genau. Ein großes Problem einer Stegplatte ist, dass sie nicht UV-durchlässig ist. Ja, okay. Das ist ein sehr großes Thema, auch im gewerblichen Gartenbau, die das immer mehr forcieren. Weil jeder, der schon mal im Biologieunterricht zugehört hat, weiß, dass der Stoffwechsel, also die Photosynthese der Pflanze, nur im Zusammenhang mit UV-Strahlen stattfindet. Und dann ist eine Verglasung ohne UV-Strahlen, wie die Stegplatte jetzt auch hier hinter Ihnen, die wir auch verarbeiten können, aber eigentlich nicht geeignet. Okay. Die ist schon dicker als die. Die ist schon deutlich dicker, ja. Also natürlich. Nur sie ist halt weiterhin auch nicht UV-durchlässig. Ah, ja. Okay. Und sie haben eben dadurch, die UV-Strahlen bewirken auch, dass die Pflanzen kräftiger werden, der Geschmack vom Gemüse ist besser und es ist halt auch natürlicher. Eine Pflanze im Außenbereich bekommt auch UV-Strahlen und darum ist es eigentlich am wichtigsten, dass man auch dafür sorgt. Es gibt eigentlich vier Werte, auf die Sie achten sollten. Es ist einmal der Wärmedurchgangswert, der UG-Wert, der für die Isolierung zuständig ist. Dann ist es der G-Wert, der ist dafür zuständig, wenn die Sonne drauf scheint. Beispielsweise hat eine Stegplatte auch einen sehr schlechten G-Wert. Ja. Sobald die Sonne drauf scheint, wird es sehr heiß da drin. Ah, ja. Sobald die Sonne weggeht, kühlt es direkt wieder ab. Genau, das wäre jetzt zum Beispiel auch noch meine Frage, wie das aussieht mit der Wärmehaltung. Ja. Weil bei mir ist es jetzt so, ich habe da mal eine Temperatur, also einen Thermometer reingehangen, es ist im Winter drin genauso kalt wie draußen. Richtig, ganz genau. Und das hängt mit dem G-Wert und dem UG-Wert zusammen. Und der ist einfach bei einer Stegdoppelplatte und einem ganz einfachen 4 mm Einscheibensicherheitsglas sehr schlecht. Dann ist zudem der bei dem Einscheibensicherheitsglas der Lichttransmissionswert sehr schlecht, sodass Sie, weil er zu hoch ist, auch noch immer den Brenneffekt haben, wodurch Sie schattieren müssen. Die optimalste Variante, die bisher da ist, ist ein einfaches 4 mm Glas mit einer Beschichtung, in dem Fall von der Firma Pilkington. Das nennt sich K-Glas, nicht zu Also Wechsel mit dem K, ja, genau. K-Glas? Ja, hat also nichts damit zu tun. Okay. Wir verarbeiten das im Dach immer als Einscheibensicherheitsglas. In den Seitenwänden kann man es auch als normales Glas verwenden, wenn man jetzt nicht gerade für einen Kindergarten oder so baut, dann ist das sicherlich kein Problem. Okay. Dieses Glas hat eben die Besonderheit, es ist zu 53% UV-durchlässig. Sie haben einen UG-Wert von 3,6 im Gegensatz zu einfachem Glas von 5,9. Also man sieht, der Unterschied ist schon sehr groß. Das kann man da hier nochmal sehen, glaube ich. Das kann man hier nochmal sehen. Das zeigen wir dann gleich nochmal, genau. Ja, ja ganz genau. Okay. Die Werte sind da auch alle angegeben. Ja. Wie gesagt, der Lichttransmissionswert, der liegt um die 80%. Das bedeutet, dass Sie nicht schattieren müssen. Wenn man richtig hinschauen kann, sieht man, dass einfaches Glas grünlich ist. Ja. Und dieses beschichtete Glas ist eher schwarz. Und das ist eben durch die Beschichtung und dadurch haben Sie sehr viele Effekte, die dazu führen, dass es besser ist. Sie haben noch einen positiven Nebeneffekt, den man wissenschaftlich nicht wirklich belegen kann, warum das so ist. Aber das Haus beschlägt nicht so schnell. Ach so, okay. Und auch das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ja, vielleicht, weil die Wärme mehr im Glas bleibt oder so? Es hat etwas damit zu tun, ja. Aber es ist eben... Man kann es noch nicht genau erklären. Es wird einfach nicht erforscht, weil es um Hobbygewächshäuser geht. Und das funktioniert einfach. Genau, sehr gut. Ganz genau. Das ist das Wichtigste. Ja, ne? Richtig, richtig. Ja, sehr schön. Was aber auch noch sehr wichtig ist, ist, dass man... wenn man auch im Winter Kübelpflanzen mit Hilfe eines Frostwächters überwintern möchte, auch den Boden isoliert. Aha, okay. Weil es ist ja immer das Problem, das schwächste Glied der Kette und nicht das andere. Also wenn von außen Frost reinkommt, dann ist das immer negativ. Ja.
Ja, vielleicht können wir da bei der Gelegenheit gleich mal so ein paar Worte auch über den Aufbau oder über die Vorbereitung sprechen, weil das steht mir ja jetzt auch bevor. Ja, richtig. Also wir hatten im Vorfeld schon mal so ein bisschen gesprochen, dass man jetzt kein komplettes Fundament braucht. Richtig. Dass es also ausreichen würde, man würde Punktfundamente setzen. Ganz genau. Da haben Sie eine sehr, sehr schöne Anleitung auch für die Kunden. Ne? Ja, richtig. Wenn man sich dann danach, dass man mit PVC-Rohren und frostsicher und so weiter. Das genau. Aber wenn man jetzt über Isolierung spricht... Wenn man über Isolierung spricht, dann sollte man, da gibt es zwei verschiedene Lösungen. Mhm. Ich weiß nicht, welchen Bodenbelag Sie machen möchten oder ob Sie überhaupt einen Bodenbelag machen möchten. Jeder macht es unterschiedlich, da ist der Fantasie auch keine Grenze gesetzt. Aber man kann also das Fundament nach der Montage von außen isolieren und hat dann das Erdreich. Wenn man noch ein bisschen clever ist, macht man noch einen Kaninchendraht drum. Dann hat man auch keine ungebetenen Gäste im Gewächshaus. Wenn Sie allerdings das Erdreich im Sommer nutzen, sollten Sie das im Winter mit einer Folie abdecken, weil der Boden immer Feuchtigkeit abgibt, die sich an den Scheiben niederschlägt. Und je feuchter das ist an den Scheiben, desto schlechter ist die Isolierung. Okay. Das macht unglaublich viel aus. Das geht mit einer einfachen Teichfolie, wo man dann die Kübelpflanzen draufstellen kann. Ja, wunderbar. Das ist ganz einfach. Sehr schön. Wenn Sie jetzt das Haus komplett plattieren möchten nach der Montage, da sollten Sie eine Isolierung einbringen. Das Fundament ist 15 cm hoch. Ja. Da können Sie einen optimalen Aufbau machen mitsamt Isolierung und beispielsweise in Kübeln. Ja. Ihre Pflanzen ziehen. Ja, das wäre mal zu überlegen, wie wir das machen. Ja. Genau. Und vor allen Dingen, man ist nicht von vornherein gebunden. Man kann es immer wieder anders machen. Ich persönlich ändere jedes Jahr irgendetwas und das macht auch so besonders viel Spaß. Ja, ja, das ist ja das Schöne an diesem, das ist ja langlebig. Da lohnt es sich ja auch vernünftig vorzubereiten oder was Vernünftiges zu machen. Ne? Richtig. Bei den Gewächshäusern, die ich jetzt hatte, das war halt abzusehen, dass die nur 3, 4, 5 Jahre halten. Ja. Das lohnt sich dann nicht wirklich. Und im Zeitalter von Nachhaltigkeit muss man auch ganz klar ganz sagen, genau. Aluminium ist nachhaltig, Glas ist nachhaltig, Stehplatten sind... Und man kann es vielseitig verwenden, das richtig. Ist nicht nur im Sommer ein besserer Folientunnel, sondern es ist schon... Ganzjährig nutzbar und... Wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen, dann kann man sich auch mal reinsetzen. Ja, wunderbar. Auch das ist wirklich eine angenehme Sache. Klasse. Ja, hört sich gut an. Gibt es sonst noch was Wichtiges, was wir über dieses Gewächshaus erfahren müssen? Also, ich habe gesehen, es gibt einen Regenablaufrohr. Ne? Selbstverständlich. Regenrinne mit Fallrohren an beiden Seiten. Man kann auch Lüftungsautomaten für die Fenster einbauen, weil man ja nicht immer vor Ort ist. Okay. Man kann in unseren Luten überall Flachkopfschrauben einbringen, sodass Sie nachher auch im Dach Ampelpflanzen ins Dach hängen können. Hängeerdbeeren, wunderbar im Sommer. Sehr schön. Sodass man auch diese schöne Höhe von mindestens 2 Metern auch optimal ausnutzen kann. Ja. Ich glaube, die höchste Höhe ist 2,70 Meter. 2,70 Meter, glaube ich. Ne? In dem Fall 2,70 Meter, richtig. Und dann kann man auch das Dach ausnutzen. Man möchte ja auf kleinstem Raum, auch wenn es schon ein großes Haus ist, aber es kommt immer was dazu. Ja. Also meine Erfahrung, mein Haus ist im Moment ein Urwald an Überwinterungspflanzen. Ja. Ich habe noch Zitronen da drin, die ich noch ernten kann. Also das ist einfach, aber es macht halt so viel Spaß und dann kommt immer was dazu. Okay. Sehr schön. Ja, zum Aufbau. Also das Fundament ist klar, das habe ich mir angeschaut. Ja. Das wird ja angeliefert, wahrscheinlich per Spedition vermutlich? Nein, wir liefern alles mit eigenen LKWs. Ah, okay. Und wenn man jetzt im Gegensatz zu Ihnen auch die Montage wünscht, sind die Fahrer auch direkt die Monteure. Ach so, das heißt, also wenn das Glas lange irgendwo rumsteht, ist das immer eine heikle Sache. Ja. Wir kommen mit einem eigenen LKW. Und bauen dann das Gewächshaus im Garten direkt auf. In Ihrem Fall tragen es unsere Mitarbeiter an Ort und Stelle und Sie montieren selber. Das hört sich gut an. Ja. Ist das denn, ich sag mal, Sie haben das wahrscheinlich schon mal gehabt, dass ein Kunde selbst montiert hat? Zigfach, ja. Okay, also das ist durchaus machbar. Und es gibt auch Montagevideos, es gibt eine Montageanleitung. Das ist eigentlich gar kein Problem und zur Not gibt es auch noch ein Telefon. Wir sind erreichbar und wenn Fragen kommen, dann, wir kennen die Häuser in- und auswendig. Sehr schön, das hört sich gut an.
ich bin wieder zu Hause und das neue Gewächshaus wird jetzt so in etwa 2 bis 3 Wochen geliefert. Bis dahin habe ich natürlich noch jede Menge Arbeit hier. Die beiden alten Gewächshäuser müssen abgebaut werden, die werden verschenkt und der ganze Boden muss vorbereitet werden. Ich werde wahrscheinlich Strom hier hinlegen, ich werde Pflaster legen, ich muss die Fundamente vorbereiten. Das ist alles noch richtig viel Arbeit und deswegen mache ich da ein neues Video draus. Dieses Video ist heute erstmal zu Ende. Ich würde sagen, wenn euch das Thema interessiert, wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Ja, ich werde euch auch bestimmt eine Playlist dazu machen. Und schaut doch mal auf die Internetseite der Palm GmbH. Ich verlinke euch das am Ende. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann im nächsten Video einfach wiedersehen. Na, also bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao, euer Dennis.